Hier jetzt die Methode, wer kann sich was leisten? Einfach nur eine beispielhafte Query im Prinzip. Wir übergeben der Methode eine Connection, die brauchen wir ja nun mal, und einen String, in dem wir dann das Limit eintragen werden, also das finanzielle Limit. Sehen wir gleich, wie das gemeint ist. Als erstes, wie vorhin auch, erstellen wir uns ein neues Statement hier. Also Statement, STMT gleich, con.createStatement haben wir gerade schon mal gesehen. Jetzt, wenn wir eine Query ausführen, das ist also zum Beispiel dieses Stück hier. Also STMT, also aus dem Statement, führen wir jetzt eine Query aus, also eine Abfrage an die Datenbank, die uns irgendwelche Werte zurückliefern soll. In diesem Fall fragen wir jetzt nach, gib uns alles, hier ist der Stern, aus der Tabelle Accounts, wo der Goldbetrag größer als Limit ist. Das ist diese Query. So, das können ja jetzt relativ viele sein. Also wenn wir uns nochmal die Tabelle vor Augen führen, ich öffne es mal hier, da haben wir ja 2500, 3000 Gold, 2500, 1000, 28, 39 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Limit 2000 eintrage und der soll mir jetzt alle ausgeben, für die gilt, dass sie mehr Kohle als 2000 auf dem Spielerkonto haben, dann sind das ja einige Tupel, die er mir rausspucken sollte. Okay, also wir haben mehrere. Deswegen ist das Ergebnis auch eine Result Set, also eine Ergebnismenge. Das ist eine Menge aus Tupeln. Jetzt kann man sich schon denken, dass, weil ich eben eine Tupelmenge zurückkriege, sie jetzt nicht einfach irgendwie drucken kann. Ich muss erstmal diese Tupelmenge auf ein Format rückbrechen, mit dem ich arbeiten kann. Und das mache ich eben hier in dieser While-Schleife. Also, die Tupelmenge heißt ja, er es liefert. Also Result Set liefert, das ist gemeint. Solange in der Result Set noch ein Tupel ist, das ich noch nicht verarbeitet habe, das ist dieses Result Set liefert.next. Dann mache ich Folgendes. Meine Ausgabe ist ja wie vorhin auch ein String, den ich oben noch leer hatte. Also an meiner Ausgabe wird drangehangen resultSetLiefer.getString, also ich will den String aus der aktuellen resultSet haben, der zu Attribut liefert gehört. Danach will ich mal eine Leerstelle haben. Ich will den String aus der aktuellen resultSet haben, also aus dem Tupel, auf dem ich gerade draufstehe mit meinem imaginären Zeiger, der zu Klasse gehört, Leerstelle. Dann will ich meinen hier. Ich will den Integer-Wert haben, der zu meinem aktuellen Tupel in der Result-Set gehört, der jetzt zu dem Attribut Level gehört und schlussendlich auch das Result-Set, also das Tupel im Result-Set zum Integer-Wert, der zum Attribut Gold gehört. Klingt erstmal irgendwie kompliziert, ist es aber gar nicht, wenn wir uns nochmal die Tabelle vor Augen führen. Also wir haben oben eine Tabelle angelegt, hier Create Table Accounts. Mit Name, Klasse, Level und Gold. Wobei das war Character, Character, Integer, Integer. So. Das ist quasi unser Schema. Unser Schema sieht so aus, dass wir vier Attribute haben, die eben so genannt sind. Die sind vom Typ Char, Char, Int, Int. Okay. Und unser Tupel, das wir dann einlesen, also unsere Tupelmenge, besteht aus Tupeln, die genau so aussehen. So wie hier. Also müssen wir die einfach nur exakt so zurückbrechen. Also wir haben hier einen ersten getString auf Name, das entspricht dem da. Wir haben einen getString auf Klasse, das entspricht dem da. Wir haben einen getInt auf Level und einen getInt auf Gold. Das sind halt die da hinten. So, und weil wir jetzt eben also Strings zurückbekommen haben und die an unseren Ausgabestring gekettet haben, wird unser Ausgabestring jetzt immer länger. Also für jedes Tupel, das wir einlesen, wird der einfach an den Ausgabestring drangehangen. Und wenn dann irgendwann wir alle Tupel durchgearbeitet haben, also sprich
es kein nächstes Tuple in der Result-Set gibt, das wir noch verarbeiten können, dann gehen wir eben aus der While-Schleife hier raus, wir schließen unser Result-Set, wir schließen unser Statement. Solange es keine Exception gegeben hat und wir irgendwie einen Fehler in der Datenbank hatten, geben wir einfach die Ausgabe zurück. Erstmal sacken lassen. Also mit den Tupeln und so muss man sich eben darüber klar werden, wie die ungefähr aussehen, was damit gemeint ist. Vielleicht ein bisschen rumprobieren, aber dann ist es eigentlich auch nicht schwer. Dann springen wir nochmal zurück hier oben hin. Also, wir haben oben unseren Treiber initialisiert, wir haben unser Connecten geholt und jetzt machen wir erstmal dieses MakeDB, übergeben Connection. Wir erinnern uns, MakeDB machte eben die Datenbank und trug ein paar Werte ein. Was wir also dann quasi an dieser Stelle haben, wenn wir das Ergebnis ausführen in Form von am Ende, wenn alles gut ist, gibt der aus Datenbank initialisiert. An der Stelle haben wir eben eine Datenbank, in der eine Tabelle drin steht, wo dann eben ein paar Accountnamen drin stehen mit Gold, Klasse und so weiter. Das haben wir an dieser Stelle. Und dann führen wir aus, wer kann sich was leisten und übergeben dem eben die Connection und unsere 1500 als Limit. Das heißt, er geht jetzt in die Datenbank und guckt in der Tabelle Accounts, welche Spieler mehr als 1500 Gold haben, verkettet das an den Ergebnisstring, das haben wir ja gesehen, gibt das als Ergebnis zurück und wir geben das Ergebnis wieder aus. So, heißt, wenn man das ausführt, sieht man also, ich mache es mal ein bisschen größer, so, als erstes steht da Datenbank initialisiert, das ist eben noch das hier oben bei MakeDB, dass alles gut gelaufen ist. Und dann bekommen wir unsere Spielerliste mit allen Spielern, die mehr Gold als 1500 auf dem Spielerkonto haben. Ja, so viel eigentlich zu dem hier. Ich hoffe, es hat geholfen. Wie gesagt, ich wurde danach gefragt. Und wenn es noch Themen gibt, die euch interessieren, einfach anschreiben. Ich gucke dann, was man da machen kann. Bis zum nächsten Tutorial.